Und mein Gast hier, Arthur Brunner von ICF Kursmakler, ist mir jetzt von der Börse in Frankfurt zugeschaltet. Herr Brunner, die Nachfrage für die ersten ESM-Anleihen waren deutlich höher als erwartet. Wie wird sich das auf die Kreditvergabe an Krisenländer auswirken? Also auf die Kreditvergabe wird sich es jetzt nicht unmittelbar auswirken. Aber sicher ist, dass der ESM nächstes Jahr im April seine volle Schlagkraft erhalten wird. Er ist dann in der Lage, 500 Milliarden Euro auszuleihen. Und das ist ja wichtig. Und interessant auch an der Tatsache oder an der Nachfrage nach der neuen Anleihe war auch, dass 38% der Investoren aus Asien kommen. Das zeigt doch, dass man auch hier an die europäische Geschichte, an die europäische Story glaubt und an den Euro glaubt. Und gerade was im Hinblick, was sich gerade in den USA abspielt, ist der Euro durchaus eine Alternative. In Deutschland wurde heute ebenfalls eine neue Anleihe emittiert. Ist hier auch ein deutlicher Nachfrageüberhang zu sehen? Ja, heute wurde eine 5-jährige Bundesanleihe auktioniert. Hier ist traditionell die Nachfrage sehr gut. Im Jahresdurchschnitt lag sie hier bei 1,9%. Heute war die Nachfrage noch etwas besser. Sie lag heute bei 2%. Noch deutlicher ist die Rendite zurückgegangen gegenüber der letzten Auktion. Da lag sie noch bei 1%. Heute lag sie bei 0,81%. Hier muss man sagen, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Das ist einfach, Deutschland ist der Gewinner im Moment bei dem Etatstreit in den USA. Wenn wir uns angucken, wir haben heute die OECD-Frühindikatoren bekommen, die doch positiver, leicht positiver waren. Wie schätzen Sie die Konjunkturaussichten in der EU ein? Ja, für die EU, Sie sagen es richtig, es ist leicht positiv. Es sieht so aus, als wäre das Schlimmste überstanden, aber von Entwarnung kann noch nicht gesprochen werden. Für Deutschland wurden die Wachstumsprognosen auch seitens des IWF leicht angehoben. Man geht davon aus, dass man in diesem Jahr um 0,5% wächst, im nächsten Jahr um 1,4. Und auch für die Eurozone wurde es nicht zurückgenommen, währenddessen die Prognose weltweit etwas zurückgenommen wurde. Europa steht eigentlich im Moment nicht so schlecht da. Sie sprechen schon den IWF an. Wie bewerten Sie die Aussagen zur Finanz- und Bankenstabilität? Ja, der IWF hat heute im Hinblick auf die anstehenden Stresstests doch erheblich Öl ins Feuer gegossen. Er hat von einem Finanzierungsbedarf oder von möglichen Kreditausfällen, die auf die Banken in Spanien, Italien und Portugal zukommen, in einer Höhe von 250 Milliarden Euro in den nächsten beiden Jahren gesprochen. Das ist schon enorm viel. Lediglich die spanischen Banken haben genügend Risikovorsorge getroffen. Laut IWF besteht in Italien noch ein Risikovorsorgebedarf von 53 Milliarden Euro, in Portugal für 8 Milliarden Euro. Das ist erheblich Zündstoff. Und gleichzeitig hat der IWF auch noch gewarnt, dass durch die langen Laufzeiten, in die die Investoren in jüngster Zeit doch sich engagiert haben, ein enormes Zinsänderungsrisiko besteht. Sollten die Zinsen weltweit um einen Prozentpunkt anziehen, würde das einen Verlust für die Portfolios von 2,3 Billionen US-Dollar bedeuten. Und das zeigt doch, dass auch seitens der Fed hier ein enormer Kommunikationsbedarf herrscht, um hier die Märkte nicht auf dem falschen Fuß zu erwischen. Die US-Gläubiger China und Japan setzen die USA auch so ein bisschen unter Druck, dass sie endlich sich einigen sollen und die Schuldenobergrenze auf jeden Fall hochgesetzt werden soll. Die US-Ratingagenturen fassen bei diesem Thema im Grunde das Ganze mit Samthandschuhen an. Sind die AAA- oder zweifach A-Plus-Ratings denn überhaupt noch vertretbar? Ja, das zeigt sich dann am 17. Oktober. Dann hat nach Aussagen des US-Finanzministers liegen dann lediglich 30 Milliarden US-Dollar noch in den Kassen und Anleihen im Volumen von 120 Milliarden US-Dollar werden fällig. Also bis dahin muss man eine Einigung haben, sonst ist das kein Triple- oder Zweifach-A mehr. Diese Situation kann man ganz getrost als finanzpolitischen GAU bezeichnen, wenn es soweit käme. Und von Warren Buffett bis Bill Gross, jeder warnt davor, dass es nicht so weit kommt. Jeder hofft, dass wir diese Situation nicht sehen werden. Und ich hoffe auch, dass wir das nicht haben. Ansonsten kämen ja die Finanzmärkte wirklich außer Tritt. Es wäre nicht vorzustellen, was dann passiert. Also von daher hoffen wir das Beste. Und wenn alles gut ausgeht, dann muss ich sagen, dann ist es jetzt im Moment auch nicht an Sache der Ratingagenturen, hier sich im Vorfeld zu äußern.
Nee, die werden dann wahrscheinlich aktiv und das haben Sie ja auch schon angekündigt, dass Sie dann aktiv werden wollen, wenn es halt eben dazu kommen sollte. Herr Brunner, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.